Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles China. So, und ich habe mich jetzt hier gerade schon mal ein bisschen fortbewegt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Aber ich habe eigentlich nur gerade was ausprobiert, und zwar... Ups, jetzt probiere ich es gerade nochmal aus. Das da, man kann nämlich da so... nein, okay, oder nicht. Moment, wie ging denn das jetzt gerade? Ah, genau, das wollte ich. Wow! Okay. Das wäre fast schief gelaufen. Das wäre fast schief gelaufen. Puh. Aber das wollte ich ausprobieren. Genau, man kann nämlich hier so raussprinten. So ein bisschen raushechten. So. Aber wir gehen jetzt gleich mal weiter. Und checken mal weiter die Lage hier. Ah, Assassinengold. Moment, heißt es überhaupt Assassinengold oder Assassin-Gold? Moment mal. Moment mal. Da muss ich das nächste Mal drauf achten, weil das kam mir gerade... Habe ich das vielleicht falsch gelesen? Heißt es Assassinengold oder Assassin... Assassin-Sin-Gold? Komisch. Okay, Wachen können im Kampf Verstärkung rufen. Die Verstärkung ist hinter verschlossenen Türen versteckt. Okay. Checken wir mal die Lage. Wo gehen die denn lang? Der geht hier hin und her und der bewegt sich gar nicht mehr fort. Zumindest ist hier keine Spur mehr. Aber wir könnten auch da lang gehen. Macht nur keinen Sinn. Hier geht es nämlich nirgendwo hin. Okay, jetzt warte ich mal ab. Der eine müsste sich ja in die andere Richtung bewegen. Den könnten wir jetzt dann töten und dann schnell in das Versteck ziehen. Oh, Moment mal. Und wir könnten uns sogar erstmal hier verstecken. So, ah. Du kannst zwischen verschiedenen Verstecken sprinten. Oh. Hüpf. Ah, sehr schön, sehr schön. Klappt das auch nochmal hier? Wow. Okay, das war weit, aber perfekt. Die dürften uns nicht bemerken, eigentlich. Oh, okay, der bewegt sich wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich kommt das jetzt nicht in den ins Sichtfeld von dem anderen da. Okay, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Schnell noch die Leiche verstecken. Ah, okay, und rein da. Obwohl... Na, lieber auf Nummer sicher gehen. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wir könnten den hier eigentlich auch noch gleich töten. Obwohl, warum unnötig Leute töten? Bringt uns ja nichts. Wieso kann ich jetzt nicht mehr... Ah, jetzt hat... Gut. Okay. Assassinengold. Assassinengold. Aha, okay. Ah, da kommen wir zu der nächsten Ebene. Ist eigentlich fast das gleiche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her, komm her. Komm her. Und zack. Wir sind gar nicht da. Du hast uns niemals gesehen, obwohl du bist ja sowieso tot. Okay. Zack. Abwarten, abwarten. Ah, wir können sogar in das nächste Versteck hier gleich reinhüpfen. Aber erst lieber auf Nummer sicher geht und warten. Jetzt hat. Und weiter geht's. Und zack. Das war der nächste Streich. Und weiter geht's. So, Moment, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wo geht's denn hier lang? Ah, da müssen wir rüber. Da gibt es noch eine Erinnerung. Oder sind das eigentlich Erinnerungen? Moment. Muss ich gerade nochmal gucken. Nein, Animus-Scherben sind, das stimmt. Ah, und hier geht es auch weiter. Da gibt es jetzt mehr Möglichkeiten. Da gäbe es nochmal Munition. Da ging die Hauptquest weiter. Warum sollen wir denn hier oben überhaupt weitergehen? Das macht gar keinen Sinn. Gibt es gar nichts mehr zu holen. Hüpf. Oh. Ja, wir schauen lieber trotzdem nochmal nach.
Na, da komme ich nicht rauf. Gut, dann darüber gehüpft. Na? Hä? Warum will sie denn jetzt nicht weitergehen? Ah, jetzt hat. Hüpf. Können wir hier rauf? Nein, rauf kommen wir nicht. Zack. Da geht's wieder runter. Ach so. Oh, wir wären gar nicht auf den Weg. Wären wir gar nicht darüber gekommen, oder was? Ich habe nämlich gedacht, wir können da einfach hier von dem Punkt darüber springen. Aber anscheinend geht es wahrscheinlich gar nicht. So, hier gibt es auf jeden Fall Munition, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ah, Moment. Wurfmesser haben wir gerade bekommen. Benutze Wurfmesser, um Seile zu zerschneiden. Benutze LB und R, um zum Ziehen und drücke RB zum Werfen. Okay, dann wollen wir doch mal. Jetzt muss ich hier nur mal kurz... Ah, perfekt. Genau. Zack. Ganz easy. Können wir uns dann nochmal welche holen? Ja. Munition voll. Okay, dann nochmal hier ein bisschen die Lage checken. Und ich schaue nochmal gleich auf die Legende. Nicht Legende. Auf die Karte. Da wartet uns nämlich noch einiges. Hier unten geht's nicht weiter. Gut. Dann, ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber gut. Interessant, dass sowas funktioniert. Da hinten geht's doch weiter durch, für die Hauptquest. Durch die Anlage vorrücken. Okay, von der Grotte zur Anlage. Hauptsächlich weiter nach vorne. Aha. Können wir damit... Fallende Objekte erzeugen ein Geräusch, das Wachen ablenkt. Benutze Wurfmesser, um Seile zu zerschneiden. Die Objekte wie Planken oder Kisten halten, um für eine Ablenkung zu sorgen. Ich frage mich gerade, ob wir dadurch auch die Leute erschlagen können. Bewegen sich die überhaupt fort? Moment. Nee, die bewegen sich gar nicht. Okay, aber ich muss das benutzen, weil sonst... Komme ich auf jeden Fall in den Radius von dem hier. Oder ich töte ihn einfach. Aber ich will das mal ausprobieren. So. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Er ist nicht. Das war wohl Wind, genau. Wind. Wir sind der Wind. Legt er sich fort? Ja, der kommt jetzt dann zu uns. Dann können wir ihn schnell mal ein bisschen abmurksen. Komm her. Hab dich nicht so, nur nicht so schüchtern. Na? Oder muss ich jetzt ins nächste Versteck? Ich hab gedacht, der bewegt sich fort. Okay, der dreht sich in einem Moment kurz um. Und zack. Ha. Hab ich so gedacht, was? Moment mal. Ich war gar nicht da, ich war gar nicht da. Nein! Okay. Dann eben so. Verdammt, aber jetzt, glaube ich, bekommen wir keinen Assassinen-Gold. Und an die Beute da oben... Beziehungsweise an die Munition kommen wir auch nicht mehr ran. Mist. Okay, das ist jetzt nicht ganz glatt gelaufen. Das stört mich jetzt irgendwie. Gleich nur verstecken. Einfach nur so vorsichtshalber. Dann geht's weiter. Kriegerin selber. Ach, Mist. Immer nur Silber bekommen. Mann. Ah, das stört mich jetzt. Kratzt irgendwie an meine Ehre. Was heißt Ehre? Hüp. Nach meinem Sinn für Perfektion ein. Eigentlich nicht. Aber irgendwie stört es mich trotzdem. Okay. Abchecken. Da unten gibt's... Munition. Da gibt's nochmal... eine Animus-Scherbe. Die können wir uns eigentlich gleich holen. Die sehen uns sowieso nicht. Oh, mal gucken. Kommen wir hier rauf? Nein, wir kommen hier nicht mal rauf. Nee. Ah, wir könnten uns hier entlang hangeln, glaube ich. Nö. Da geht's nicht weiter. Gut. Dann eben unten rum. Erstmal Wurfmesser auffüllen. Zack. Ah, was machen wir denn jetzt hier? Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Was ist denn das da oben? Ah, da können wir wieder die Wurfmesser einsetzen. Wir müssen nur schauen. Moment, ich sehe das gar nicht.
Ja, doch, wenn wir einfach so glatt nach oben schießen, funktioniert das Ganze. Zack. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, aber da ist doch eindeutig das Seil. Da ist doch eindeutig das Seil da oben. Zu blöd zum Zielen. Oh nein. Sag mir jetzt nicht, ich komme nicht mehr an weitere Munition ran. Oh, ich komme wirklich nicht an... Oh, Mist. Ich hätte wahrscheinlich echt weiter hochgehen müssen. Kannst du Würfelmeister werfen? Ja, ich weiß, aber... Oh, das hätte ich halt jetzt vorher wissen müssen. Verdammt. Okay, jetzt müssen wir wohl kämpfen. Ah, Moment, Moment. Kommen wir noch entlang? Die bewegen sich halt nicht fort. Vielleicht ablenken mit Knallkörpern? Oh, geschafft, okay. Schnell noch die Leiche mitnehmen. Okay, geschafft. Sehr schön. Es gibt eben auch mehrere Wege. Ah, den müssen wir ja nicht jetzt unbedingt töten. Oh Gott, ja, gut gelaufen. Sehr schön. Jetzt holen wir uns aber trotzdem noch ein paar Wurfmesser. Die Leiche können wir hier liegen lassen eigentlich. Ich glaube nicht, dass die noch jemand sieht. Oh, und das sieht mir jetzt wieder nach einem größeren Abschnitt aus. Drei Wachen, die da hin und her gehen. Da oben können wir wieder was durchschneiden. Geht's hier lang? Ah, da können wir da unten rum. Nein. Oh nein. Okay, ich lasse mich jetzt töten. Töte mich. Ich will das perfekt schaffen. Das ist ja langweilig, wenn ich das nur einfach... Ich meine, das könnte ja jeder einfach hier durchlaufen und alle niedermetzeln. Aber das macht ja keinen Spaß. Beziehungsweise, das ist einfach nicht der Sinn des Spiels, meiner Meinung nach. Ah, jetzt können wir die doch mal erschlagen, oder? Oh, nein, pfeifen wollte ich eigentlich nicht. Moment. So, und dieses Mal müsste es auch funktionieren. Oder muss ich dafür hochgehen? Warum kann ich denn jetzt hier hoch eigentlich? Okay. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Moment abpassen. 3, 2, 1, go! Ja! Ich wusste, dass es funktioniert. Sehr schön. Ha! Kommen wir da rüber? Kommen wir wirklich so weit rüber? Ja, wir kommen wirklich... Das gibt's ja nicht. Und den können wir jetzt auch einfach so erschlagen. Hä? Brutal, aber effektiv. Wow, und wir wären fast runtergefallen. Jetzt können wir noch schnell... Was? Verstärkungsgebiet? Ach so. Jetzt können wir noch schnell die Leichen verstecken. Hüpf. Oh, ich wollte mich nicht selber eigentlich auch noch dabei verstecken. Na? Ja, da liegt doch noch eine Leiche. Ah, jetzt hat. Nein! Ich wollte die verstecken. Und die auch noch. Zack! Da oben wird es auch noch rumgehen. Moment, warum ist denn hier oben eigentlich eine Möglichkeit, sich ranzuhangeln? Ach so, da könnte man dann runter. Okay, theoretisch könnte man... Ganz ehrlich, man hätte jetzt dieses Erschlagen der Wachen einfach mal auslassen können und einfach sich da vorbeihangeln können. Und hinter der letzten Wache runterspringen. Das wäre ganz einfach gewesen. Oh Mann. Aber darauf muss er erst auch erstmal kommen. So. Kommen wir nicht durch die Tür durch? Nee, kommen wir nicht. Okay, brauchen wir eben einen anderen Weg. Aber da oben ist, glaube ich... So ein kleiner Spalt, ja genau. Oh, und wir haben wieder Assassin-Gold bekommen. Ein Armbrustschütze. Okay.
Wie gehen wir mit dem jetzt um? Oh. Let's test your reflexes. Ah, Reflexe testen. Ist die Ziellinie rot, drücke B, um Geschoss... Ja, danke schön. Still sharp, ah. Try again. Wie Neo. In Matrix. Good work. Close for the kill. Schluss mit lustig. Excellent show. Your training is almost done. Dankeschön. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, die Kiste da unten schauen wir uns in der nächsten Folge an, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.